Jo, da sind wir wieder bei Kingdom Hearts und ja, wir sind hier bei Ala. Da war was. Den. Ja, das war auch was. Wenn jemand gesagt hat, in Aladdins Haus ist noch ein Schlüsselloch. Irgendwo hat sich eine Tür geöffnet. Deswegen schauen wir uns noch ein bisschen um diese blaue Triotech. Ja, die kann ich eigentlich auslösen. Aber irgendwie ging es da beim letzten Mal nicht. Ich weiß auch nicht wieso. Moment. Och. Ja, ich probiere es jetzt nochmal aus mit der Triotech. Ich glaube, ich weiß noch in etwa, wo sie war. So, und heps. Und hops. Ich meine, hier hinten war sie im Hinterhof. Ja, da war sie doch. Ach, jetzt geht's natürlich. Und was haben wir denn hier so drin? Ein Mega-Äther. Oh, boah. Warum auch? Wow, hier liegt aber verdammt viel Geld rum. Ach ja, jetzt habe ich ja dieses neue Schwert. Sieht cool aus. Damit zerstöre ich Vasen mit einem Schlag. Oh, oh, oh. Die wollte ich nicht zerstören. Gut, gut, gut. So. Irgendwo hat sich jetzt eine Tür geöffnet. Schau mal, ob da oben vielleicht irgendwas war. War da was? Was? Hier ist eine Truhe? Schutzgummi. Yay. War schon immer da eine Truhe? Sonst scheint hier aber nichts zu sein. Moment, da oben war auch eine Tür. Oder komme ich daher? Ich möchte mich nochmal am Palastplatz ein bisschen umschauen. Wobei, hier ist ja eigentlich auch nichts. Ach, eventuell ist das die Tür, um da hochzukommen vom anderen Auto. Hä? Da ist jemand. Ich kann draußen mehr spielen, das ist viel zu gefährlich. Seit wann sind hier Leute? Boss, ich bin desillusioniert. Sind hier auch welche? Nö. Na komm, gucken wir uns nochmal ein bisschen in Agrabah um. Anscheinend habe ich hier wohl ein paar Sachen vergessen. Jetzt habe ich vergessen, auf meine Stoppuhr zu drücken, um zu sehen, wie lange ich aufnehme, aber wo bist du denn? Die Straßen jetzt völlig verlassen. Alle versteckten sich vor den Schatten. Tja. Wow! Welcher Idiot hat gerade das Ding unter mir kaputt gemacht? So, hier kommt man zum Stadtportal. So, klettern. Ah. Ah, okay, dann kommt man hier oben bei der Hauptstraße. Okay. Da müsste man irgendwie rüberkommen. Na, egal. Wir... Obwohl, von hier aus. Moment. Ein Versuch noch. Ah, ich möchte da drauf. Oh, das kann ich wahrscheinlich auch von hier einfach. Dann da drauf? Nee, okay. Egal, wir gehen jetzt. Verlassen Agrabah und gehen in die nächste Welt. Da ist noch einer. Felsen drängen sich in die Straßen von Agrabah. Aber die Stadt ist überrannt. Sie ist überall. Schlecht fürs Geschäft. So. Konnte ich Grüne jetzt eigentlich aktivieren oder nicht? Ja, kann ich. Was haben wir denn da drin? Kraftbolzen. Was ist das denn? Nee. Wie kam ich nochmal ins Menü? Ja doch. Start. Angriffskraft steigt um 1. Oh, klar, nehme ich. Sora, werd stärker. Wie viel Stärke habe ich mittlerweile? 25, 15, 13? Was? Warum ist Goofy so schwach? Ich habe von ihm erwartet, dass er stark ist.
So, jetzt möchte ich einmal zum Gummijet einsteigen. In den Gummijet einsteigen. Mit der neuen Triotech sollten wir besuchte Welt nochmal erkunden. Wow, war nicht auch im Accessoireladen so ein Zeichen? Aha. Ob diese verlorene Seite zu Merlins Buch gehört? Donnerwetter, sollten wir sie nur bringen. Was ist das? Wow, Level 5. Level, obwohl, Level 4 bin ich ja jetzt schon. Moment. Nein. So. Jetzt nach rechts. Level 6. Oha. Ich gehe nochmal kurz nach Travers. Aber nicht für die Seite, sondern nur für den Laden. Ach, der Warp ist so schön. Accessoire-Laden. So, und da. Wo komme ich jetzt hin? Ah. Wollen wir doch mal schauen, was hier oben ist. Tun, meine. Mithrilerz, ja. Haben wir hier? Oh, die Welpen. Sag mal, wieso? Sag mal, was sind das für böse Mogris, die hier die Welpen festhalten? Wir können uns mal ein Items ungewöhnlich neu machen. Kupo, lass jetzt etwas, lass es für uns machen. Hier ein Haufen Items von euren Reisen mit. Kupo. Ein Tag bauen wir die Waffe aller Waffen. Kupo, bringt uns alle möglichen Items. Kupo. Lass uns schmieden. Aha. Energiereif. Okay. Ja, schmied mal. Einfach mal so. Nein, lieber nicht. Ich glaube, ich muss alles durchschmieden, oder? Da fehlen mir auch ein paar Sachen. Habe ich jetzt neue Sachen, wenn ich die nochmal anrede? Ah, jetzt kann ich mehr schmieden. Aber da fehlen mir die Sachen zu. Abeltamin, was? Na gut, was habe ich denn eigentlich jetzt gerade bin ich. Achso, da oben drauf. Ah, lass mich los. So, was habe ich denn gerade alles geschmiedet? Schauen wir doch mal. Für einen Feuerring. Ich habe den Dunkelring, hier gegen Dunkelschädigen, Alpha. AP und Abwehrkraft steigen, Kräftekette. Oh! Mehr Angriff. AP und Abwehrkraft. Ich möchte mehr Kraft haben. Was haben wir denn noch so? Da steigen meine HP. Nee, lass ich mal. Donald. Naja, du hast nicht so viel. Mal gucken. Irgendwas besser als das Ding. Der Dunkelring. Abwehrkraft steigt erheblich. Okay, den nehme ich. Und Protera-Kette, kann ich da irgendwie was Gutes austauschen? Was war nochmal dieser. Wo war denn jetzt dieser Eiferring, den ich da irgendwo gesehen habe? Hä? Da. Was war das nochmal? Ach, AP und Abwehrkraft. Na, aber. Feuerring habe ich ja schon. Fernoval. Ja, so. Und ich habe gesehen, da war noch eine Tür. Das heißt, ich kann jetzt hier normal raus, oder? Wo bin ich? Ah, hier bin ich rausgekommen. Was machst du so hier? Ich möchte einkaufen. Was hast du denn so? Ah, ich kann hier Gummis kaufen. Wow, ganz viele. Moment, wie teuer?
Moment, ich habe nur 307. Was? Moment. Ne, 2900. Ich wollte schon sagen. 307 wäre mir ein bisschen wenig gewesen. So, jetzt erstmal möchte ich den Item laden. Wenn ich schon so viel Geld habe, dann kann ich das irgendwie aus dem Fenster schmeißen. Wow, ich bin auf der Kasse gelandet. Ich möchte kaufen. Was gibt's denn alles? So, konnte man sich irgendwie die Sachen angucken? Also jetzt hat das Dreiecksschild. Und Donald hat den Sternstab. Kaufe ich mal. Und für ihn den Golem-Schild. Ja. Okay, dann Potions. Überlegen, 20 Stück. Nein, 10 Stück reichen. Ein paar High Potions. In die Truhe. 5 macht 300, ja. Und Äther. So viel wie so viel geht gar nicht. 3 Stück geht. So. Yay, Geld ausgegeben. Ich könnte mal ihre neuen Waffen ausrüsten. Falls ihr es wisst, wie geht das, dass man die vielleicht eventuell mal die Sachen nachgucken kann? Was ist denn ich jetzt? Habe den Sternstab oder den Magierstab? Ja, erhöht Magie ein bisschen. So, und Goofy Dreiecksschild. Was hat das jetzt? Ein Ritterschild, der ist genauso gut, komischerweise. Ah, da erhöht die Angriffskraft nochmal ein bisschen. Okay. Also wie gesagt, falls man irgendwie die Werte nachgucken kann, so und vergleichen, dann bitte sagen natürlich. So. Das Tor zur Welt. Dann mache ich jetzt eben einen kurzen Schnitt, um zu sehen, wie lange ich jetzt aufnehme, damit ich auch eine ordentliche Zeit habe. Bis gleich. Und da sind wir direkt zurück. So, jetzt schauen wir mal. Wurmloch. Ne, ich möchte jetzt einen Wurm. Obwohl, im Moment gab es nicht. Marine des Olymp? Nein, nicht normal. Ich wollte warpen. Zurück, zurück. Back. Kann ich so rückwärts fliegen? Nee. Ach, jetzt darf ich das normal machen. Na gut, dass der Weg nicht allzu weit ist. Ja, ich wurde auch schon gefragt, wann mache ich denn das Gummi, den Gummijet endlich? Ja, da muss ich mal gucken. Eventuell werde ich mich da erstmal so ein bisschen einlesen und so ein bisschen selbst rumprobieren und dann nehme ich das einfach mal so in einem Schnelldurchlauf oder so auf. Muss noch gucken, wie genau ich das mache. Also auf jeden Fall, das wird es aber, wenn dann eine Special-Folge dafür geben. Das kommt sicher nicht in die normale, weil ich glaube, das wird doch ein bisschen dauern, wenn sich da einer, der gar nichts davon auskennt, versucht, da so ein Ding da zu bauen. Ja, das wird sicher ein bisschen dauern. Au. Ja, mit dem Fliegen muss ich es auch wahrscheinlich noch ein bisschen richtig lernen. Nee, komm, hol dir das Spezialding da. So, bist du jetzt endlich wieder da in der Arena? Nein, denn jetzt kommt noch ein Gebiet wahrscheinlich. Ja, ja, komm. Ich muss eh gleich schon ins nächste Gebiet fliegen. Mir wurde ja schon von Markus gesagt, dass das Nimmerland ist. Aber ich habe ja schon gesehen, Captain Hook kam da, also kann es ja nur das Nimmerland sein. Au. Unser lieber Stockfisch. Captain Stockfisch, genau. Ach ja, schön Zeit verschwenden hier, weil ich aufs Falsche gedrückt habe. Einfach nur, weil ich sehen wollte, ob in der Arena des Olymps vielleicht nochmal so eine grüne Triotech ist. Aber ich glaube, da war eine weiße und eine gelbe.